Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir sind zurück. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wir werden jetzt einmal weiter anbauen und anpflanzen. Vor allem weitere... Eine Schlange? Okay, ich habe Fragen. Wir brauchen Nitrat im Moment. Dafür, dass wir weiterbauen können. Wir haben hier ein Nitrat. Ah, hier ist unser ganzer Stahl. Ich habe mich schon gefragt, wo er ist. Nitrat haben wir... Wir haben irgendwo eine Schlange. Wir versuchen ins Gebäude zu kommen. Wir haben gar kein Nitrat. Ja, holla. Wir haben gar kein Nitrat. Wir haben tatsächlich gar kein Nitrat. Okay, wir brauchen dringend Nitrat. Damit wir weitere Beete anbauen können. Wir können allerdings zumindest schon mal die Samen natürlich mitnehmen. Das heißt, den hier, tatsächlich die hier auch, weil wir einfach genug haben davon. Wir können natürlich selber auch noch Saat herstellen. Das sollten wir auf jeden Fall tun vielleicht. Gerade aus den Pilzen eigentlich. Dafür bräuchten wir aber Lehm. Haben wir Lehm? Ne, Stein haben wir 2 Millionen Stück noch. Ah doch, Lehm haben wir. Ritz nicht benutzen. Okay. Gott sei Dank haben wir ein paar davon. Mittlerweile. Wieso kann ich... Pilzsporensamen. 11 Stück könnten wir herstellen. Stellen wir auf jeden Fall 5 Stück von den Dingern her. Die werden wir auf jeden Fall anbauen müssen. Diese Schlange macht mir ein bisschen Sorgen. So, einmal nach unten. Das hier müssen wir gleich wieder abbauen. Das können wir aber gleich machen. Das machen wir von hier innen. Dann funktioniert das Ganze auch. So, und hier müsste jetzt theoretisch genau der Block sein. Perfekt. Das heißt, das hier kann alles weg. Und jetzt sollte hier unten auch wieder Licht drauf fallen. Das heißt, wir sollten jetzt in der Lage sein, hier dementsprechend das Zeug anzubauen. Und dann nehmen wir hier einfach die restlichen Samen. Das heißt, diese 5. Hier, hier, hier. Natürlich dürfen wir da nicht drinstehen. So, dann haben wir 2x Kürbis. Das ist hier und hier. Und das hier müsste dann das letzte sein, was wächst, diese Kartoffel hier. Genau, dann haben wir Rezepte, Heidelbeersamen. Machen wir noch ein paar. 1, 2, 3. Und hier hinten 4. Und hier können wir nochmal 2, 3 Samen, glaube ich, machen. Ich würde nochmal Kartoffel, glaube ich, nehmen. Rezepte, Kartoffelsaat, 2 Kartoffelsaat. 1, 2. Und dann werden wir mal den hier schnell auf. Sieht dann auch einfach besser aus. So. Und dann nehmen wir noch Kürbis. Rezepte, Kürbisbrot. Ah, ein Feuer mit Mehl. Ja gut, stimmt. Kürbisbrot haben wir ja schon hergestellt gehabt. Dann machen wir hier nochmal Kürbissaat raus. Und dann haben wir alle Beete besetzt, die wir hatten. Und die Beete werden wir jetzt dementsprechend dann vermehren. Werden das hier ausbauen. Erstmal hier unten. Danach wird das Sorten rein. Irgendwann hochgezogen das Ganze. Aber dafür haben wir noch ein bisschen Zeit. So, wir haben jetzt 0:39. 2 Minuten noch, dann ist unser Bein endlich heile. Bitte jetzt nicht runtersegeln hier. Danke. Wäre sehr verbunden. Nahrung sieht nach wie vor scheiße bei uns aus. Aber eben Kürbisbrot könnten wir ein bisschen herstellen. Dafür bräuchten wir allerdings Wasser. 10. 34. Fleisch theoretisch hätten wir auch. Ja, Supermais eigentlich nur zum Verkaufen da. 3000. Aber wir haben eigentlich genug Kohle. Die Frage, was wir damit anfangen. Gegrilltes Gemüseeintopf. Da können wir mit den Kartoffeln und den Pilzen tatsächlich auch nochmal 2 Stück herstellen. Kosten allerdings 10 Minuten. Eine Menge. So, und Kürbisbrot. 3 Stück. Benutzen. So, das hier rein. Das hier sortieren. Das hier rüber. Das. Wir brauchen auf jeden Fall Nitrat. Das brauchen wir gleich für was anderes. Das hier können wir weiter einschmelzen. Ausschalten. Erstmal irrelevant. Die hier soll natürlich erstmal weiterlaufen. Ich meine, davon haben wir noch ganz viel. Da können wir nochmal 600 rausjagen. Die kommen da rein.
Okay, wir haben das Minibike. Wir bereiten uns jetzt mal vor. 1 Uhr. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie viele Steine haben wir? Und wie viel Zement? Ah, hier ist mein... Okay. Davon haben wir auch ganz viel. Benzin können wir auf jeden Fall mal ein bisschen was mitnehmen. Bisschen Holz. Könnten wir eigentlich nochmal aufwerten. Beziehungsweise könnten wir nochmal Blöcke nehmen. Baublöcke, Holzblöcke. 48 Stück. Dann nochmal 48 davon her. Das Zeug packen wir da dazu. Beton ist in der Herstellung. Das sind die normalen Baublöcke. Diese Schlange wird meine Basis hoffentlich nicht zerlegen. So. Und hier unten unser Beet. Das, wie gesagt, es müsste jetzt eigentlich wachsen. Kann höchstens sein, dass hier die Lichtdurchlässigkeit irgendwie... Lichtdurchlässigkeit 255. Ich glaube, wir hätten ein richtiges Gitter nehmen müssen. Kann das sein? Ich glaube, wir hätten ein richtiges Gitter gebraucht. So eins. Eisenstangen. Muss ja gleich mal gucken, ob da die Lichtdurchlässigkeit anders ist. Weil wir diese Form genommen haben, kann es sein, dass die Lichtdurchlässigkeit halt falsch ist. Okay. Wie sieht es im Minibike aus? Okay, Reparaturkit und ein bisschen Benzin. Einmal nachtanken, einmal reparieren. Dann ist das zumindest wieder voll. Das hier lassen wir drin. Das hier lassen wir drin. Wir brauchen gleich Wasser auf jeden Fall. Und wir brauchen gleich Nahrung, wenn wir da reingehen. In das Gebäude. Weil das wird uns tatsächlich eine ganze Weile beschäftigen. Also wir werden gleich eine Stufe 5 Quest machen. Ich habe jetzt nicht vor, alles zu looten. Was war das überhaupt für eine? Müssen wir auch gleich mal gucken. Haben wir jetzt doch schon ewig. Abholen und säubern. Wow. Wie gibt dich so den... Töte alle Zombies und hol dir die Lieferung ab. What? Stupid Tower. Okay. Das wird eine Nummer, Freunde. Das wird eine Nummer. Ich sag's euch. Wir nehmen auf jeden Fall nochmal Schuss mit. Das sollte dann aber auch reichen, denke ich. Wir haben jetzt hier noch Blei, Holz, Beton. Fäden haben wir genug. Wie sieht es mit Skillpunkten aus? Haben wir keinen im Moment übrig. Schade. Okay, die Waffen sind eigentlich auch sonst soweit ready. 48 Stück von den Dingern haben wir noch. Oh, unsere Schiene ist weg. Wir dürfen natürlich jetzt trotzdem nicht runterfallen. Sonst können wir das Ganze wieder von vorne anfangen. Aber die Schiene ist zumindest mal weg. Yay. So, sehr schön. Ach, shit, ich hab's übrigens... wobei wir das... Ja, das ist ja eh die Mauer. Wir bauen das eigentlich nicht auf der Mauer. Nee, passt schon. So, jetzt gehen wir dann hier einmal beispielsweise so außen rum. Und das ziehen wir jetzt dann eben Stück für Stück das ganze Ding einmal hoch. Aber ihr merkt schon, da geht... Oh Gott sei Dank, wir sind noch nicht hoch genug. Da gehen relativ viel Material erstmal für rauf. Bis wir das dementsprechend weit haben. So, Samen. Ja, die 14 Blöcke verbauen wir jetzt auch noch. Aber dann sieht das Ganze auch ganz geil aus. Und wir können das dann noch anmalen, wie wir möchten. Unser Beetchen. Oben ist gut gesichert. Also alles, wie es sein soll. So, 2 Uhr. Wir haben die Waffen dabei. Wir haben das dabei. Wir brauchen auf jeden Fall Nitrat. Wir brauchen trotzdem weiter verrottetes Fleisch. Und zwar eine ganze Menge verrottetes Fleisch. Wir können nochmal versuchen, Wasser herzustellen. Das ist eigentlich auch nicht das Verkehrteste. 17. Wir bräuchten Holz tatsächlich. Wobei wir auch Gebäudewürfel verschüren können. Sonst haben wir leider nichts, was wir verheizen können. Schade. Motorradstange haben wir sogar schon. Holla, die Waldfee. Komm, verheiz mal die Gebäudewürfel. ...25 Minuten... kommt grob hin. Aber mal 28 draußen ist immer auf jeden Fall auf der safe, auf der sicheren Seite. 57 von den Dingern haben wir noch. Hier werden nochmal die Hälfte verhauen. 73 Minuten soll das Ding hier durchbrennen. Der läuft sowieso schon durch. Die Chemiestation. Chemiestation.
Messbecher verfolgen. Das können wir eigentlich alles. Die Chemiestation bauen wir mal zusammen, oder? So, Messbecher haben wir. Oh, Eisen fehlt uns. Geschmiedetes Eisen. 25. Dreimal Kochtopf. Haben wir nicht zufälligerweise, oder? Das sind natürlich Dinge, die ich nicht aufhebe. Können wir den craften? Ja. Dreimal Kochtopf. 30 mal Rohr. Das haben wir allerdings. Und 5 mal Säure. 8 mal Säure haben wir. Sehr schön. Ah, hier ist das Eisengitter. Ja, Lichtdurchlässigkeit 0. Das brauchen wir. Tatsächlich geht das nicht wegen der Lichtdurchlässigkeit. Okay, dann müssen wir das sofort wieder abbauen. Und machen mal die Schlange weg. Wir müssen das hinbauen, weil es Lichtdurchlässigkeit 0 hat. Also je weniger, desto besser anscheinend. Oh, hi. Gucken, ob die Schlange kommt. Das heißt, das hier, unser Zeug wird da unten nicht wachsen. Weil wir hier die falsche Lichtdurchlässigkeit haben. Das heißt, wir müssen jetzt die 10.000 wegmachen. Eine Schlangenhorde? Oder was zur Hölle ist das hier? Wie eine Schlangenhorde? What the hell? Also das hier hat die falsche Lichtdurchlässigkeit. Das heißt, wir müssen normales nehmen, so wie es aussieht. Nicht, dass unsere Pflanzen unten eingehen. Oder eben nicht wachsen. Das muss man auf jeden Fall alles nochmal loswerden. Das kann schon mal hier unten rein. Die Chemiestation können wir gleich noch bauen. Wir haben 2.38 Uhr. Ja, das passt alles noch. Und dann ziehen wir los und werden tatsächlich Quest machen. Es ist leider eine... Naja, Quest. Nur abholen wäre einfach. Aber abholen plus säubern Holly Waldfee. Das wird uns eine Weile beschäftigen. Das heißt, wir müssen jeden einzelnen Zombie von diesem Riesentower... Müsste der, glaube ich, sogar sein. Nee, die hier. Raushauen. Alter. Nur weil er dauert. So. Was wäre, da kann man den Skill. 10.000 runter zu kloppen. Ist eine Nummer. Gott sei Dank nicht für uns. Wir sind in der Nahrung, stehen wir immer noch ein bisschen scheiße da. Im Wasser auch. Aber das geht auch verdammt schnell runter. Aber das können sie tatsächlich irgendwie nochmal nachbelassen. Wäre ganz cool. Am Gesicht. So. Und damit scheint jetzt hier Licht durch. Haben wir Stahl dabei? Nee, natürlich nicht. Aber das sollte jetzt das Richtige sein. Oh, guck mal, die Treppe war beschädigt. Die Trap war beschädigt. Den hier können wir schon mal benutzen. Und wir müssen halt tatsächlich auch Essen mitnehmen, weil wir sonst auch verloren Posten sind. So, Chemiestation. Chemiestation. Fertigen. Verfolgen. Abbrechen. So, 13 Minuten. Ja, holla. So, das hier rein. Das. Verbände 3. Da sollten wir vielleicht mal noch Verbände mitnehmen. 5 sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Vielleicht mal ein Gläschen Honig noch mit reinpacken. Was haben wir noch? Die Kiste, das hier, die Munition. Ah ja, Essen und Wasser. Essen dauert jetzt leider im Moment noch, was die Herstellung angeht. Wasser haben wir schon ein bisschen was. Gut, wir werden auch ein bisschen Wasser noch rausziehen, glaube ich. Aber das nehmen wir zumindest noch mit. Wir können die Minibike-Tunnel schon mal weiterbauen. Das heißt, achso, wir haben kein Holz. Finde den Fehler. 11. Damit kommen wir nicht weit. Haben wir irgendwas, was wir zerlegen können? Das hier ist aus Holz. Das war's schon. Geil. 39. Das hat nicht viel gebracht. Das Kiste. Ja, das müssen wir halt noch bis vormachen. Ist klar. So. 3.16 Uhr. Ich würde sagen, hey ho, let's go Richtung Tower. So langsam zumindest. So, jetzt müssen da unten auch die Pflanzen dann wachsen.
weil wir jetzt das richtige Gitter drin haben. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Kohlemäßig, weiß ich jetzt nicht. Wir haben Tag 18. Die Chemiestation, damit können wir dann die Munition herstellen. Das ist auf jeden Fall imposant, das Ding. Ich hoffe, dass der Plan halt auch aufgeht. Aber eigentlich sollte es. Das ist immer gegengefahren anscheinend. Okay, wir fahren. Wir können noch ein paar Bäume fällen, damit wir ein bisschen Holz bekommen. Ist auch nicht das Verkehrteste. Hier müssen wir noch eine bessere Kurve einbauen. Uah, komm. Oh, mit dir. Gehen wir erstmal in den Wald? Wir haben nur eine halbe Stunde. Ich möchte nicht gegen die rennenden Zombies antreten. Blutwald. Der Blutwald. Willkommen im Blutwald. So, die haben wir gepflanzt. Die wir auch gleich wieder umhalzen. Ey, wir müssen auch wieder Bäume pflanzen. Wenn wir uns einen eigenen Wald hier auch noch bauen, kommen wir auf jeden Fall, haben wir Vorteile. Wir werden auch noch so viel Holz verbauen, dass sich das auch lohnen wird. Glaube ich. Und zwar so richtig, wenn wir einen eigenen Wald uns zusammen schustern irgendwie. Wir werden noch sehr viel fällen, wir werden noch sehr viel bauen. Nur ein bisschen was vor. Wir sollten auch mal nach Vogelnestern kontrollieren, einfach weil Eier mit Speck nach wie vor extrem lukrativ ist. Aber Eier finden ist halt das Problem. Der Rest ist recht einfach, aber die Eier. Und wieder. Denn mit diesen Schlangen los? Wieso haust du den armen Baum? Was hat dir dieser Baum, getan? Ich höre einen Zombie. Ich sehe nur keinen, weil der Baum im Weg ist. Aber ich höre ihn. Ach gut, beim Händler, da raucht der Aufsteiger, ist auch niedlich. Es ist ein schönes Spiel. Die Grafik ist jetzt nicht so Bombe. Aber hey, es funktioniert. Das ist das Wichtigste. Ah, guck mal da. Und da noch einer. Moin, Freunde. Da entsteht ein Reh. Vorteil ist natürlich auch, wenn wir alles abgeholzt haben. Wir sehen, wo Zombies sind, wo Rehe sind. Einfach, weil hier nichts mehr existiert. Außer grüne Freifläche. So, 1000 Holz haben wir schon wieder. Sehr hübsch. Das. Gut, für Minibike-Tunnel wird es nicht ganz reichen, aber immerhin. Theoretisch kannst du dann natürlich auch die Borde besser umklatschen, aber dafür haben wir unsere Falle. Was wir natürlich auch nochmal können, ist ein bisschen jagen. Jetzt bist du. Was hast du. Willst du mein. Entschuldigen Sie bitte, junger Mann. Das ist mein Reh. Danke. So. Oh, noch ein Reh. Und ein Hühnchen. Jetzt kommen sie alle angerannt. Und wir nehmen schnell das Fleisch mit, einfach weil wir mit dem Fleisch halt auch was anfangen können. Wir können damit diesen Penner-Eintopf, glaube ich, auch machen. Wobei, nee, da braucht man, glaube ich, sogar verrottetes Fleisch. Das dürfen wir allerdings nicht hergeben. Federn, Federn, aber kein Ei. Es ist bitter. Stöffätzchen. Da war Blei vor uns. Okay. Ich würde sagen, den Rest packen wir in die Kiste, die wir dabei haben. Wir fahren jetzt direkt los und machen den Bunker. Bevor wir jetzt auch noch mehr Munition irgendwie verschwenden für irgendwas. Oh, das sollten wir. Ah, wobei, das ging sogar. Wir müssen ein bisschen aufpassen, genau wegen sowas. Weil das nicht exakt eben momentan ist. Ich habe noch ein paar Löcher drin. Das bessern wir noch aus später. Ich habe es allgemein leider auch verbockt. Ich habe es eins zu hoch gebaut. Eigentlich wollte ich noch eine Schicht Erde drüber ziehen, aber ja. Könnte man im Nachgang immer noch machen. Ist halt dann aber eine kleine Erhöhung drin. Ja, aber was soll's. Nee, ist das nur der Tower? Der geht doch noch. Stufe 6 Quest ist dann der ganz hohe, oder? Nee, das bist du. Nee, du bist das nicht. Da hinten ist der. Ja, das sind die Tower. Cupid Tower, das geht ja noch. Habe ich da angeschissen? Groß ist das Ding doch gar nicht. Das ist noch okay. Von der Größe her. Na komm, das schaffen wir. Das Ding schaffen wir ja wohl, oder?
immer auf die Belohnung am Ende gespannt. Da muss ja ein bisschen was rumkommen, hoffentlich. Wir können schon mal die Dinger hier aber mitnehmen und zerlegen. Autos nach wie vor, wir brauchen das Benzin. Wir brauchen die Teile. Gerade auch was dann die Munitionsherstellung angeht natürlich. Und vor allem was auch das Metall angeht, was wir rauskriegen können. Cool wäre, wenn wir dann noch einen besseren Schraubenschlüssel hätten. Immer noch kein Level-Up, ja holla. Na gut, wir sind mittlerweile recht hoch im Level, muss man auch sagen. Das zieht sich. Bauen wir die Kiste schon mal dahin? Ja, oder? Achso, die baue ich erst, aber wenn ich die Quest angefangen habe. Ich weiß nicht, ob die Kiste despawnt, wenn wir die Quest anfangen. Aber eigentlich... Na, wobei, ich bin mir nicht sicher. Wenn ihr das wisst, schreibt das mal in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, ob die Kiste despawnt, wenn wir... Wobei, wir testen es einfach mal. Tatsächlich. Gut, dass wir es nicht hingebaut haben. Okay, die Kiste, die spawnt. Baut keine Kiste dahin, wenn ihr eine Quest annehmt. Okay, schön. So, das. Alles raus, was keine Miete zahlt. Inventar leer. So, wir nehmen trotzdem erstmal, idealerweise, die Autos sind respawned, aber den Vorschlag haben wir. Also, ihn hier müssen wir jetzt mitnehmen, weil wir das... Okay, es hat ein Fleisch gebracht. War auch niedlich. Seh dich übrigens. Exakt dich meine ich. Oh ja, ist aber munitionsmäßig was los, oder? Aber benutzen. Ah, okay, das zählt als ein Teil. Okay, na immerhin. Verschlossen. Können wir bestimmt auch entriegeln und alles. Stufe 5 Quest. Ich habe die Erwartung an... Ja. Und dann geht die Munition leer. Geil. Ja, an Hunde auch. Aber auch an dicke Zombies, grüne Zombies und so weiter. Hier geben übrigens mehr Fleisch. Die lohnt sich wenigstens auch. Klar, die Autos könnte man jetzt auch noch zerlegen und allen drum und dran. Aber wir wollen uns auch nicht ewig aufhalten. Oh, Barrel. Oh, viele Ferals. Ja, okay. Okay, 3 Ferals. Mhm. Stufe 5 Quest. Hat lange gedauert, bis wir tot waren. Okay, wir sollten die Stufe 5 Quest nicht mit dem Vorschlaghammer begehen. Können wir uns darauf einigen? Erscheine bei meinem Rucksack. Ja, gerne. Gut. So viel zu dem Thema. Schön. Hat ja lang gedauert, das Ganze gerade. 3 Ferals. Ein dicker... Oh, cool. AK. Improvisiert. Ich würde mich freuen, wenn wir nicht schon so weit wären. Ja, voilà. Das hat uns ein halbes Level gekostet. Ja, okay. Wir suchen uns die nächste Stufe 5 Quest. Allmächtiger. Okay. Ah, hier war der Knopf. Der wäre hilfreich gewesen. Gut, man muss sagen, wir spielen auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad, den es gibt. Deswegen, ja. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Wobei, ein bisschen ist gut. Bisschen arg. Okay. Ja, haken wir ab. Ich sterbe wirklich... Das war unser dritter Tod, glaube ich, oder? Dritter oder vierter Tod? Ich glaube, dritter Tod. Ärgerlich, natürlich. Sehr ärgerlich. 5 auf 27, wir haben noch nichts verloren. Wir nehmen jetzt zwischen neue Stufe 5 Quest an und eine Stufe 5 Quest. Diesmal mit Waffe. Diesmal... Bereite ich mich, was heißt, vor, ja, eigentlich waren wir vorbereitet, waren wir einen und für sich, wobei wir haben echt viel Munition gelassen. Verschlossen? Achso, der hat noch gar nicht auf. Eigentlich waren wir relativ gut vorbereitet, aber ich glaube, ich brauche sogar noch mehr Munition. Ich glaube, wir nehmen noch ein bisschen Munition mit. Wir müssen jetzt warten, bis der Händler auf hat. Wo denn?
Sau, die hat hier ein Loch. Hier ist ein Loch. Nächster Feral. Hellmächtiger. Okay, fertigen. Hier hat sie hier ein Loch gebuddelt, die Tante. So, du bist kein Feral. Wir haben keinen Respekt vor dir. Du bist nicht schnell. Du auch nicht. Trotzdem wir jetzt zwei Schläge aus. Oh. Lab. Labpolizist. Okay, wenn wir da rankommen. Ich habe ein bisschen Bedenken, was mein Munitionsvorrat angeht, tatsächlich gerade. Kein Scheiß. Das könnte sich als tatsächlich schwerer wie gedacht erweisen. Wir haben das hier, das hier. Das hier kann raus. Das kommt hier rein. Cool, wir haben keine Lampen mehr. Interessant. Interessant. Munitionsmäßig. Ja gut, wir haben oben noch ganz viel für die Horde. Also wir haben jetzt nicht den krassen... Okay, immer noch 40 Sekunden. Wir haben es jetzt nicht so krass schlimm, aber es reicht an und für sich. Oh, der nächste. Wobei wir jetzt auch wieder hochgegessen haben. Nimm mal den Pumpgun. Die ist ein bisschen effizienter. Schon wieder der nächste. Ist tot, oder? Einmal geschrien, das heißt, es werden einmal Zombies kommen. Die sind mir aber relativ egal, wenn wir weg sind. Ja, wir gehen jetzt eine neue Stufe 5 Quest an, nämlich wir sind so eine Stufe 5 Quest. Wir werden in der Folge und in der nächsten Folge dann die Stufe 5 Quest machen. In der Hoffnung, dass es besser läuft. Die viermal gleich sogar erstmal gestorben. Wie diesen blöden Wildschwein, was wir auch noch hatten. Ah, hier haben wir den Laser, deswegen. Der völlig für die Tonne ist, aber immerhin ist denn die. Hier ist... Lass den Munitionshaufen! Danke übrigens dafür. Habe ich ewig nicht aufgenommen. So, Stufe 5. Beseitige Zombies, abholen und säubern, befallenes. Abholen, säubern, befallene beseitigen. Abholen und säubern. Wir haben nur abholen und säubern. General Hospital ablehnen. Die Shong Tower. Nur beseitige Zombies Stufe 5. Ikashi Pharmazie. Befallene beseitigen, befallene beseitigen. Wir müssen nicht übertreiben, oder? Judy Witch. Vaters Motel. Wir nehmen das Pharmazie-Ding. Wir nehmen das Pharmazie-Teil. Haben wir die Quest jetzt erreicht? Stufe 5 säubern. Oh. Müssen sowieso, wenn wir die Stufe 6 Quest haben wollen, müssen wir natürlich mehrere Stufe 5 Quests machen. Aber ich sollte die Stufe 5 Quest nur mit Feuerwaffen machen. Das schaffst du nicht mit Knüppeln. Also ich nicht auf dem Schwierigkeitsgrad zumindest. Wenn wir auf Krieger spielen, okay. Aber wir spielen eins nochmal höher. Ich glaube, es waren, glaube ich, Nomade. Der nächste höhere Schwierigkeitsgrad. Bei 3 war Schluss. Vor allem, wenn die dann alle rennen. Ist das schon eine heavy Nummer. Wenn du nur einen Schlag brauchst, wie beispielsweise eben auf Krieger, ist es völlig... Oh Gott, ich erinnere mich. Das Ding ist so riesig. Ja, komm ruhig rein. Ja, okay, wir können aber jetzt nicht jeden, glaube ich. Also die normalen müssen wir halt so wegmachen. Boah, es ruckelt, weil ja so viele Zombies wahrscheinlich sind. Abholen und säubere Gebiet drin bleiben. Ah, nee. Wir müssen gar nichts abholen. Was? Ah, nee, es war nur säubern. Oh. Hä? Ah, hinter mir.
Ja, da fängt's schon an. Da fängt's schon an, Freunde. Zwei Ferrets und ein Hund drin im Ding. Alter Verwalter. Dann kommen die nächsten Kandidaten. Okay, die Bücher sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Oh, es ruckelt echt. Oder die Waldfee. Ich bin mal gespannt, ob wir das überleben. Bin vielleicht ein bisschen zu schnell, zu forsch unterwegs. Wir müssen mal gucken. Also die normalen können wir ja one-hitten. Das ist nicht das große Problem. Okay, war das Zufall, dass da so viele drin waren? Zeitschriften. Gut, wir werden einiges an Loot kriegen. Guter Loot, schlechter Loot. Je nachdem. Ruggel, ruggel. Ich würde sagen, erstmal die Barrels. Hier keine Barrels dabei. Boah, es ist aber nicht schön, dass es wirklich so krass hier ruckelt. Mit Kaffeemaschine. Moin, ihr seid auch nochmal los. Zu weit. Cool. Tatsächlich auch, die sind One-Hit. Das ist ganz nett. Dass die One-Hits sind. Achso, hier könnte man notfalls was kaufen. Bisschen trübes Wasser. Hier drüben ja kein Wässerchen. Ruckel, ruckel. Ich meine, wenn es so ein Feral ist, haben wir auch kein Problem, den umzubringen. Bei zwei wird es halt schwer. Hierchen. Tschüss. Okay. Papier nur. Entschuldigen Sie bitte. Herzlichen Dank. Säubere Gebiet. Stock 3. Das ist ein Hund, oder? Ja, die Schrotflinte ist auf jeden Fall hier die richtige Wahl. Drei Ferals hier drin wieder. Hier war Action, gell? Warum können wir die nicht mitnehmen? Weil kaputt. Ringerautomat schon wieder. Okay. Ist das ein richtiger Fall? Nee, das ist nur eine. Nee, du bist kein Feraler. Du auch nicht. Du auch nicht. Also wir haben genug Ausdauer mittlerweile, damit wir ohne Probleme alles mit den großen Schlägen auch wegmachen können. Das ist tatsächlich nicht das Problem. Aber wenn es eben 3, 4, 5, 6 Ferals sind, die auf uns zu rankommen, stehst du halt blöd da. Es ist lustigerweise hier weniger Loot wie erwartet. Kennt ihr das, wenn ihr dauernd die falsche Knarre in der Hand habt? Durchgehend? Geil, gell? Richtig, richtig nice. Oh, 82 live. Oh, bisschen höher, danke. So, wir sollten hier auf jeden Fall mal nachladen. Es wäre gar sehr sinnvoll. Cool, die kommen da raus, ich aber nicht, aber was. Schöner spiegelnder Boden. Wer hat denn eine Latz... Ich habe Fragen, wieso haben die Latzhose hier drin? Ich glaube, die hat aber mehr nie... Ja, ein Fleisch nur gebracht. Gar keiner. Interessant. Papier.
Dafür ist hier nichts los, oder was? Rennen doch hier eher mit den Zombies. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's hier weiter. Es ruckelt leider nach wie vor. Das liegt aber eher am Game selber im Moment. Das ist ein allgemein bekanntes Problem. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter mit dem Ruckel. Hoffentlich überleben wir es diesmal.